Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Nein, Minish Cap natürlich. Wir haben im letzten Part den Wirbelstab bekommen und mit dem werden wir jetzt lustige Sachen machen. Wie zum Beispiel das Ding hier umdrehen. Ui. Vielleicht in die Höhe katapultieren. Ja, der Wirbelstab ist echt lustig. Und man kann jetzt einfach hier. Und Geronimo! Okay, da ist der Teleporter. Und man kann jetzt auch. Plupp! Hui! Das kann man machen. Jawohl! Dann schieben wir hier mal die Kiste mit dem kleinen Schlüssel dorthin und machen uns auf den Rückweg. Oh, dieses Lorenfahren ist so toll. Ha, ausgetrickst. Okay. Mit diesem Wirbelstab stehen uns auch ziemlich viele Wege offen. So. Okay, da kann ich... Ich mache mich mal kleiner, denn... So. Denn hier ist ein kleiner Weg, den man nur als Minish gehen kann. Okay, die Dinger sehen mich nicht, das ist gut. Ich schätze aber, die werden mich sehen, sobald ich groß werde. Ich sehe hier da hinten auch schon ein wunderschönes Portal. So. Das sind bestimmt solche... Ja, ich wusste es. Solche Spikes. Aber das ist ja nicht so schwer, denen auszuweichen. Und let's do it! Wuhi! Und Weichen stellen und ab geht die Post! Okay, wir brauchen jetzt alle vier, so wie es aussieht. So, die Nummer 4 ist drin. Die müssen wir als Brücke quasi nutzen. Scheiße. Das war dumm von mir. Kommst du bitte mal... Mann, jetzt ist der... Kann ich den ansaugen? Bitte. Lass mich ihn ansaugen können. Ja. So. Mist. So. Ha! Man muss sich nur zu helfen wissen. Link, jetzt wäre doch nicht so rot. Das ist doch nur ein kleines Schieberätsel hier. So. Und rüber mit dir. Wie gesagt, man muss sich nur zu helfen wissen. Ich werde den Wirbelstab mal weiter ausrüsten. Ah, okay, da kommt von außen ran. So. Ich mag diesen Dungeon sehr. Obwohl, er ist nicht mein Lieblingsdungeon. Mein Lieblingsdungeon ist... Oh, endlich mal ein grünes. Eigentlich ist mein Lieblingsdungeon sogar der allerletzte Dungeon. Also vor dem Endboss, meine ich. Okay, hier komme ich... Ah, ich weiß wie. Habe ich gesehen, habe ich gesehen. So. Und ein blaues Glücksfragment. So. Aua. Okay, okay. Das wird knifflig. Da oben ist die Truhe mit dem... Oh Gott, das war knapp. Mit dem Schlüssel wahrscheinlich. Okay, hier ist der... Der Transporter. So.
Komm schon. Oh, Mist. Das war knapp. So, du bist schon mal... Nicht in Panik geraten. Nicht in Panik geraten. Es ist alles in Ordnung. Okay, gut. Alles klar, da muss ich wieder Hausputz machen. Ja. Gib mir das Herz. Und dann rüste ich wieder den Wirbelstab aus. Plopp. Oh Gott, das hat ja eine sehr kurze... So. Das scheint ja nicht so schwer zu sein. Und es ist auch nicht so schwer. Bam. Was ist denn da? Okay, gucke ich erstmal, was da drüben ist. Okay, eine Truhe mit einem grünen Glücksfragment. Hab mich getäuscht, anscheinend sind die grünen Glücksfragmente... Aua, aua. Auch in Truhen versteckt. So. Dann katapultiere uns nach oben. Wie komme ich denn da hoch? Vielleicht so? Komme ich so hoch? Jawohl. Ja, wir sind sogar schon bald am Ende des Dungeons. Der Dungeon war schon etwas länger als der erste. Aber das ist ja normal. Die Dungeons werden ja mit der Zeit immer länger. Und schwieriger. Weil man halt auch mehr Items bekommt. Okay, jetzt kommt eine kleine Schwebeeinlage, die ich hoffe, ich beim ersten Mal hinkriegen werde. Es sieht schon schlecht aus. Es sieht schon schlecht aus. Es sieht schon... Okay, nicht schlecht aus. Gehe ich erstmal hier hin. Hier ist... War hier nicht die Truhe? Nee, ne? Mist. Aber hier ist... Ach, ich muss hier sogar hin. Quatsch, hier ist... Ah, da hinten wäre noch eine Truhe gewesen. So. Komme ich da vielleicht jetzt zurück? Nee, ne? Oder wäre da noch eine Truhe gewesen? Ich glaube schon. Ja, da unten ist eine Truhe. Mist. Da muss ich den ganzen Quatsch nochmal von vorne machen. Oder kann ich von da aus runter? Nee, kann ich nicht. Mist. Ist blockiert. Da muss ich gleich nochmal zurück. So. Hier ist noch eine Truhe. Perfekt. Ein grünes Glücksfragment. Da kann ich gleich mit dem Eremiten und dem Dekohändler handeln. Dann gehe ich gleich nochmal back. Wie gut, dass ich hier nochmal hin kann, weil ich möchte alle Truhen haben. Erstmal habe ich hier den großen Schlüssel. So. Mist. Ich dachte, ich komme rüber. Aber anscheinend nicht. So. Diese Soundfehler sind immer komisch. Oder ist das nur... Ich glaube, das ist die Lava, die so blubbert. So. Wie gesagt, jetzt mache ich das ganze Prozedere nochmal, denn ich möchte, wie gesagt, die Truhe haben. Vielleicht ist da noch ein Glücksfragment drin, das mir dann irgendwann einmal fehlen wird. Und dann frage ich mich, wo ist dieses Glücksfragment? Und dann denke ich mir, oh, ich habe keinen Bock, es diesen ganzen Dungeon nochmal zu machen, nur um dieses Glücksfragment zu kriegen. So wie ich mich kenne, bin ich nämlich ziemlich faul bei sowas. So, dann muss ich also direkt nach unten. So. Wie gut, dass hier so Tornados sind.
So. Da ist die Truhe. Ich sehe sie doch schon. Und ab nach unten. Okay, einen. Okay, das sind immerhin 100 Rubine. Ich dachte, es wäre ein Glücksfragment. Aber ich habe mich anscheinend getäuscht. So. Aber diese Rubine nehme ich natürlich dankend an. So. Weiter geht's. Schaffe ich das hier um die Kurve rum? Ja, ne? Klaro schaffe ich das. So. Was mache ich? Was mache ich da? Ah, ich kann hier rüber, natürlich. Ich dachte schon. So, und jetzt. Mist, schaffe ich nicht. Na gut, immerhin ist das jetzt schon mal umgedreht. Das hat ja eine blöde... Wie soll ich denn da rüberkommen? Na gut, Leute, ich werde darüber ein nächstes Mal grübeln. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Also bis dann. Ciao.